Und wenn wir schon bei dem Thema Schule sind, dann ist ganz sicherlich auch das Thema Ruhe oder Stillness oder Stille empfinden und Stille zelebrieren und Stille lernen, Disziplin, etwas sehr Wichtiges. Also einerseits das Curriculum oder die ganz einfache Durchführung von ich kann still sein, ich kann still sitzen, ich halte Stille aus, ich werde nicht bedient als Kind, ich fordere nicht, denn Kinder fordern unheimlich viel, weil sie natürlich eine innere Frustration spüren und bemerken ganz implizit, ganz unterbewusst spüren, da stimmt etwas nicht. Und dann fordern sie immer mehr und mehr und mehr. Und wir füttern ihnen in der Bildung, in der Grundschule, überhaupt im Leben immer mehr ein. Wir bieten ihnen alles Mögliche. Wir tun dies und das und noch mehr. Und wie überschlagen sich Eltern geradezu heutzutage in dem, was sie ihren Kindern liefern? Dabei geht es nicht darum, immer mehr zu liefern, sondern es geht darum, sich auch mit dem zu begnügen, was vorhanden ist. Dazu gehört also auch Bescheidenheit und dazu gehört Zurücktreten und dazu gehört Stille und dazu gehört Langeweile und Stille aushalten. Dazu gehört natürlich Meditation, nicht in ihrer Überprofilierung oder wie funktioniert sie, sondern Meditation funktioniert einfach nur dadurch und insofern Stillness, Stillheit, Ruhe funktioniert, indem man sie einfach tut, indem man sie empfindet, indem man sie entdeckt. Und gleichzeitig eben die dazugehörende Disziplin, denn was auffällt an Schulen, ist immer wieder eine gewisse Disziplinlosigkeit. Das fängt schon im Kindergarten an oder sogar in der Kita an, zieht sich dann durch die Grundschule hindurch und ja, endet was weiß ich wo in der Hinsicht. Und stattdessen packen wir immer noch mehr Curriculum-Inhalte drauf, noch mehr von dem, noch diese AG, noch das Besondere, noch die Musikschule. Kinder sind verprogrammiert vom Kita-Alter an bis zum Ende ihrer möglichen Universitätslaufbahn. Und das ist unheimlich bedauerlich. Und das führt letztendlich zu persönlichen Katastrophen, zu einem Ausgebranntsein, zu einer Überforderung, zu einer Informationsflut, die nicht mehr verarbeitet werden kann. Und nicht nur Gerald Hüther, der Neurobiologe, weiß ein Lied davon zu singen in seinen neuesten Publikationen, indem er sagt, wir sind in einer überinformierten Gesellschaft. Wir haben viel zu viel angehäuft. Wir haben viel zu viel, was wir verarbeiten wollen, was wir auch narzisstischerweise verarbeiten, um noch einen draufzusetzen, um einen sogenannten Wettlauf, globalen Wettlauf in der Bildung, in der Industrielandschaft, in der Wirtschaft zu schaffen. Darum geht's nicht. Sondern wir müssen einkehren, auch vor allem in den Grundformen von Schulen und Kinderbetreuung, einkehren in eine wiederkehrende Disziplin, die durchgeführt wird und nicht nur benotet wird oder diskutiert wird, sondern in eine Disziplin, die eingehalten wird bei möglicher Sanktionierung. Also es geht um Konditionierung, um das Lernen. Und es geht um Ruhigsein. Es geht um Stillness. Es geht um Meditation. Es geht um das Entdecken einer Dimension unseres Lebens, die uns in vielen Bereichen fremd geworden zu scheint. Fremd geworden zu scheint deswegen, weil wir gewohnt sind, alles zu materialisieren, alles materialistisch, alles technisch zu machen, alles lernbar zu machen, alles in noch mehr Curricula-Stoff hineinzupacken. Dabei geht es nur um das einfache Miteinander sitzen, vielleicht auch liegen, aber es ist eher das Sitzen, um da etwas zu spüren, was eigentlich gar nicht in einen materialistischen Stoff hineinpasst, sondern was geradezu amaterialistisch ist. Was also wirklich in der Ruhe ist und in der Ruhe liegt die Kraft. Wir müssen das gar nicht weiter betonen oder erforschen. Wir wissen das schon lange, schon seit Jahrtausenden. Und das ist einfach durchzuführen. Das ist das, was meines Erachtens an den Schulen fehlt und woran die Schulen im Grunde genommen scheitern, wenn wir mal ehrlich sind. Und dann gibt es eben diese Probleme mit Disziplin, wo es dann mehr Männer braucht, auch mehr Minder bräuchte. Ich habe gerade ein Video darüber gemacht, wie dringlich das ist, eine Quotierung für Männer einzusetzen in der Hinsicht, damit klarzukommen. Aber das gehört absolut in ein Programm hinein und das ist kein Programm, das ist geradezu ein A-Programm, es einfach zu tun und zu vollziehen. Das entzieht sich irgendwelcher Konditionierung, sondern
Das, natürlich ist es auch eine Konditionierung, aber es braucht überhaupt nicht viel, sondern die Durchführung dessen und das Aushalten dessen, das tun viele Lehrkräfte nicht mehr oder sie können es gar nicht oder sie wissen es nicht oder sie glauben, sie bräuchten dafür mehr Fachqualifikationen, diesen ganzen Scheißdreck, den wir uns heutzutage angucken, um das mal populistisch zu sagen, sondern wir müssen das einfach durchführen. Das ist ein schon längst bekanntes negatives Phänomen, dem wir uns stellen müssen.